Viele Gegner für Katar-Duo. Mit vielen Gegnern haben es die beiden deutschen Starter in Katar, Say Goodbye und Sound Machine, am Freitag bzw. Samstag bei ihren Starts in Doha zu tun. Sound Machine trifft in den Al Rayyan Stakes auf 13 Gegner, während sich Say Goodbye im Katar-Derby gar 15 Konkurrenten stellen. Früher Grasbahnstart. Eigentlich war der erste Grasbahn-Renntag 2020 für den März in Köln geplant. Doch das Aus der Rennbahn in Neuss wirbelt den Terminkalender des deutschen Turfs durcheinander. Da Dortmund am 12. Januar aufgrund mehrerer Bombenentschärfungen in der Stadt nicht veranstalten kann, springt Mülheim ein. Michael Blau verstorben. Im Alter von 69 Jahren verstarb am Mittwoch der langjährige Besitzer und Besitzertrainer Michael Blau. Blau gewann als Trainer in seiner Karriere 151 Rennen. Bekannt waren vor allem seine Kultpferde Lord of the Dark und Christoph Columbus. Als Besitzer hatte Blau mit seinem Getüt Erftland mit dem von Toni Pohlkötter trainierten Romano, der das Konsul-Bajew-Rennen gewann, sogar einen Gruppesieger.